Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Servus und hallo, und heute ist es soweit, meine Lieben. Wir haben ja in der letzten Folge, habt ihr ja gesehen, unseren Kredit zurückgezahlt. Ne? Da sind wir jetzt wieder bereinigt. Das passt soweit. Und jetzt werden wir uns einmal hier hochbewegen, denn das ist ja die Hühnerfarm. Und da werden wir jetzt schauen. Die werden wir uns jetzt kaufen, ne? Weil so war der Plan, da soll es jetzt weitergehen. Die kaufen wir uns. Möchtest du das Land? Ja, möchten wir haben. Und das haben wir jetzt. So, das bedeutet, wir schauen erstmal rein. Wir gucken uns erstmal alles ein bisschen an. Oh, was haben wir denn hier? Hier, warte mal, was ist denn das? Ist das auch? Also wer von euch, ne, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, meine Lieben. Ist das hier Lagerfläche oder ist das Stall? Ich glaube ja nicht, dass das Stall ist. Normalerweise ist das hier sicherlich Lagerfläche. Wir machen aber mal das Licht wieder aus. So, weil hier ist auch nichts dran. Hier ist was dran, hier kommt Futter rein. Okay, was haben wir hier? Haben wir auch nochmal so einen großen Stall? Da können wir uns... Was ist denn das? Muss ich hier noch mit dem Wagen hin und her schibbeln oder was? Ne, das glaubst du jetzt nicht. Tatsache. Tatsache. Ja, müssen wir sehen. Da müssen wir uns hier mal noch hier ein Axt, drei Seitenkipper nach oben fahren. Da haben wir hier noch einen Stall. Okay, hier werden dann sicherlich die Eier spawnen. Die Eierkartons. So, wir machen mal auf. Ne? Belüft im Stall ist nie verkehrt. Bin ich ja mal gespannt. So, aber bevor wir hierher zübbeln, werden wir schauen, dass wir hier erst einmal zum Händler springen. Das ist halt helle wie ein Sack Ruß im Dunkeln, ne? So, und da werden wir uns natürlich jetzt das Versprechen einlösen, ne? Ist das Lager für die an der Hühnerfarm nötigen Fahrzeuge und Geräte? Alles klar. Alles klar. So, Bast Urbacht, den werden wir uns natürlich holen. Später vielleicht auch mal einen Betrag, müssen wir gucken. Aber jetzt nehmen wir uns erst einmal den ZD. Den schnieken ZD. So, und zwar nehmen wir ihn. Wir nehmen ihn so, wie ich ihn kenne. Abdeckung. Brauchen wir nicht. Und Umleuchte nehmen wir 2. Warte mal, hinten Spritzfänger nehmen wir ran. Warnschilder brauchen wir nicht. Anhängekupplung. Was haben wir hier? Ach, guckt mal, sogar schön mit Hitchhaken, ne? Wer von euch kennt denn noch den Hitchhaken? So, Frontlader am Bau. Den brauchen wir nicht. Reifenvariante. Schauen wir mal. Okay, den gibt es dann so. Immer natürlich mit Radgewichten. So. Wunderbar. Dann nehmen wir noch Typ. So. Hashtag. Alter, warum machst du denn sowas? Warum machst du denn sowas? Hashtag. Passt nicht. Passt nicht, leider. Machen wir. So. Okay. Wunderbar. Ach, das soll ich gleich austauschen. Machen wir auch noch. Machen wir dann später. Ne? So. Wisst ihr, was dem hier noch fehlt? Dem fehlt hier vorne eigentlich noch ein schickes Hufeisen, einem drum und dran. Aber den holen wir uns jetzt. So, Reifenvariante. Wandschild, Kotflügel, da, 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 da. So, kaufen. Einmal. So, da steht das gute Stück. Einfach nur ein Traum. So, dann brauchen wir aber noch was. Und zwar, dort oben müssen wir jetzt mal sehen, was wir hier jetzt am besten nehmen können. Was haben wir? Können wir... Ach so, nee, das kannst du bloß so umbasteln. Wasser. Warte mal, die brauchen doch sicherlich auch Wasser, oder? Wie ein bisschen schön, ne? Jack the Ripper, finde ich auch. So, warte mal, wir nehmen mal Standard, Geländereifen.
Oh, nehmen wir mit Geländereifen, oder? So, Hauptfarbe, was haben wir denn da? Ah. Das tut so weh im Auge. Ah. Machen wir schwarz. Auch schwarz, perfekt. So, die brauchen wir oben. Und dann weiß ich nicht, brauchen wir da oben auch Wasser? Brauchen wir da oben auch Wasser? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was haben wir denn hier? Wisst ihr, sagt mal, gehen bei dem auch Gurte? Kann man bei dem, okay, Wasser brauchen wir da oben auch. Okay. Gehen denn bei dem Spanngurte drum? Weiß das jemand aus dem Chat? Ob hier auch Spanngurte dran passen? Weil das wäre... Gehen Spanngurte? Okay. Dann brauchen wir das auf jeden Fall auch mit dort oben. Das Ding brauchen wir mit oben. Und dann müssen wir sehen, jetzt brauchen wir noch einen ordentlichen Anhänger. Können wir den... Also bitte clean für ein CD, oder? Wird Spaß sagen. Er ist ein bisschen klein. Warte mal. So. Den werden wir uns auf jeden Fall. Den Unimog machen wir uns auch gleich noch fertig. Xanathan, moin moin. Servus, wie geht's? Wie steht's? So, warte mal, diverses. Ach so, meine Lieben. Und wir haben hier einen mobilen Gesteinsbrecher. Ne? Der ein oder andere kennt ihn ja. Und damit können wir Stein malen, ne, und bekommen da natürlich Kalk. Ne? Kalk bekommen wir da. So, Standard 2, Standard, so. Den kaufen wir uns. Der müsste eigentlich dran passen. So, müssen wir mal sehen. Klingt schon mal nicht schlecht, das gute Stück. Licht ist relativ. So. Jetzt werden wir uns das aber erstmal anhängen. Ich hoffe, das geht. Okay, schön, perfekt. So, warte mal, Anhänger aufklappen. Genau das brauchen wir jetzt nämlich. Wunderbar. Wunderbar, das sollte doch gut gehen. So, dann nehmen wir erstmal das Ding und verbringen das nach oben. René Wegner, Servus und Hallo. So. Bringen wir das erstmal hier drauf. So. Ah, genau, perfekt, das passt. Dann nehmen wir noch unseren schönen Einachs-3-Seitenkipper. Den brauchen wir auch noch. Und dann nehmen wir uns natürlich, reichen die 338k denn jetzt für den Johnny? Für welchen Johnny meinst du? So, den lassen wir auch hier stehen. Und dann brauchen wir noch unsere schöne Sackkarre. Ja, Bambino, alles klärchen. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. So, weiter. So. Ein bisschen Spackel, ja. Ein bisschen Spackel. So. Okay, dann machen wir hier erst einmal wieder nach unten. So. Gurt dran. Hier auch. Und das sollte jetzt passen. So, dann müssen wir aber mal schauen. Wie sieht's denn aus? Passt, wie geht's, wie steht's? Alles schick schön. So, was? Warum? So. Okay. Dann werden wir das mal noch fix selbst walzen hier. Warte. Machen wir das selber noch mit fertig. Und dann können wir nämlich spulen auf den nächsten Tag.
Und wenn wir das dann fertig haben, genau, können wir auf den nächsten Tag spulen, dann können wir den ZD hochfahren, können wir dort ausladen und dann können wir schon die ersten Hühner theoretisch in Benutzung nehmen. Na, beziehungsweise uns anschaffen, mehr oder weniger. So, das passt sehr gut. Ich bin sehr gespannt bei der Hühnerfarm. Reingehauen, servus und hallo. Ich bin sehr gespannt bei der Hühnerfarm, ob da auch solche Eierkisten spawnen oder ob dann dort womöglich Kartons. Wenn es Kartons sind, müssen wir schauen, ob wir die vielleicht sogar mit der Palette nutzen können. Alter, jetzt bleib doch. Du bist aber auch ein bisschen vom Fisch bespuckt, oder? Menschenskinder. Wie kann man denn so sein? Wie kann man denn nur so sein? Das geht ja nicht. Er muss da eben drüber fahren. Anometer. Es geht auf keine Kuhhaut. So, jetzt wart's da. Oder nee, komm, wir sind mal so lieb, wir warten mal. Sind wir so lieb und warten. So. Und wir nämlich die Ecke hier hinten gleich durchwalzen. Wir die dann hier raus. Sollte dann passen. 25 Liter Kisten kommen da raus. Na, dann sollte es doch normalerweise passen mit einer Eierpalette. Oder? Also wo wir die Kartons reintun können. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre doch dann richtig, richtig nice. Weil das spart uns dann nämlich eine Menge Arbeit. So hoffe ich, so denke ich. So, warte. Hier. So. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Oder wie ist denn das? Gibt es schon eine Eierpalette? Also eine Sammelpalette für Eier? Da dort nicht LS22 Spacegame Eier rauskommen, sprich andere Füllteile. Das schon wieder. Ja, dann müssen wir halt. Dann müssen wir das halt umschreiben. Das ewige Thema. So. Damit wir das umschreiben. Anders geht's nicht. So. Gleich mal selber durchwalzen. Nicht, dass der Herr denkt, er kann uns wieder über die Walze fahren. Wäre nämlich nicht so gut. So. Auf der einen Art ist das halt schön auf der Bergmann, ne? Aber auf der anderen Art macht es dann mit den separaten Fill-Types macht es das Ganze natürlich etwas schwerer, ne? Aber gut, das soll nicht das Problem sein. Müssen wir halt gucken, dass wir den Fill-Type rausfinden für die Eier, ne? Und muss mal sehen, wenn wir eine Palette umschreiben. Sollte jetzt, so hoffe ich, nicht das größte Problem sein. So. Der Horgen hat wieder einen Beitrag. Nun weiß ich endlich, warum du mir so vertraut bist. Du warst der Held meiner Kindheit und hattest schon anno 1981 eine eigene Sendung und ein tolles Lied. Der Text ging über was. Übrigens so, Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Excel, ehe jeder von uns ins Best muss. Unglaublich. Unglaublich. Hallo Horgen, wie geht's dir, mein Junge? Es ist nicht in Worte zu fassen. Wie geht's dir? Alles schick schön. Jensen, guten Abend. Servus und hallo. Schön, dass ihr da seid, Leute. So. Und die Ecke klein noch mit Walzen. Sollte man eigentlich durch sein.
So. Unglaublich. Hogan hat immer gute... Erstrebenswert weiß ich jetzt nicht. Aber gute Kommentare. Hallo mein lieber Axel, natürlich geht's mir gut. Hogan, das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören. So muss das, ne? So und nicht anders. So. Jetzt mal noch ein bisschen Energy, meine Lieben. Holy Energy, ne? Wer es noch nicht kennt, kann gerne mal vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung und natürlich auch hier im Stream in der Info. So, was macht der jetzt von Mist? Ich meine, gut, das kann uns egal sein. Wir haben bloß noch die Ecke hier zu walzen. Soll das eigentlich passen? Weil, dann können wir nämlich auch endlich spulen. Fertig gewalzt. Das Düngen mögt er so noch fertig machen. So. Und dann können wir das ganze Ding jetzt zusammenpacken. Soll eigentlich ganz gut funktionieren. So, da schauen wir natürlich gleich nochmal, wie unsere Felder aussehen. Also, was haben wir hier? Stickstoff. Papim, papim, papim. Hier ist ein grüner Bereich. Wie sieht es hier drüben aus? War eigentlich auch gut. Hier ist auch soweit. Wachspotenzial 89%. Okay. Unkraut wachsend. Wir müssen halt sehen, ne, wie wir es mit dem Unkraut machen. So, aber erstmal spulen. Nee, nee, an das Bonbonwasser kriegt mich keiner ran. Tommy, du hast... also jeder hat seine Meinung, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Na? Aber es schmeckt definitiv besser als alles andere, was so bekannt ist. Und ihr sprichst gerade unglaublich das Unkraut. Ja? Und vor allen Dingen, es ist auch gesünder, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Uha. Warte mal, fährt der uns das jetzt kaputt? Ist das jetzt kaputt? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte fahr es nicht kaputt. Nee, macht er nicht. Gott sei Dank. Oder? Müssen wir abwarten. Müssen wir gucken. Nee, macht er nicht. Ertrauen. So, da es schon zu früh helle wird. Wer. Achso, nee, warte mal. Wir müssen weiter spulen. Weil der Händler macht ja erst um 7 auf. Na klar, lass es regnen. Richtig, komm, lass es schütten. Lass es schütten. So, uno momento, por favor. So, jetzt wird es gleich wieder sonnig. Wir müssen natürlich bis 7. Anders geht's nicht. Oder bis der Regen vorbei ist. Eigentlich bis der Regen vorbei ist. Aber dann können wir sicherlich wieder bis 8 oder 9 spulen. Ach, regt mich das auf. Regt mich das auf. Jetzt hör doch auf zu schütten. Jetzt geh doch weg. Jetzt geh weg. Regen. Verschwinde. Hau ab. Ja, zieh dich. So. Okay, wunderbar. Jetzt passt. Was ist hier los? Ist aber ein bisschen. Hier fehlt doch aber was. Na gut, der ist noch am Fahren. Benny B, moin moin. Der Streifen ist irgendwie frei. Streifen ist irgendwie frei. Och, Menü. So, aber gut. Sei es drum. Wir haben gesagt, wir fahren dann... Wir können ihn verkaufen. Das machen wir auch mal noch schnell. So, zumindest stellen wir den erstmal hier rein. Kann ja erstmal das runterratteln. Was wir so nicht mehr brauchen. So. Okay, okay, okay. Das möge erstmal machen. Der ist hier zugange. So, der ist hier, der ist hier. Perfekt. So, wie fahren wir denn jetzt am blödsten? Raus, dann rechts rum, dann links rum. Dann eine halbe Weltreise. Okay. Na, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Raus, la, alles klärchen, lass dir schmecken. So, perfekt. Das haben wir alles drauf. Jetzt geht's erstmal ab die Post.
Ich feiere das. Wir haben unseren Teddy wieder, meine Lieben. Wir haben unseren schicken Teddy wieder. Ja, ist zwar jetzt nur in Zugfahrzeug, aber das ist egal. Das ist vollkommen egal. Teddy ist Teddy. Ne? So und nicht anders. Das ist einfach Feeling, weil, wenn man sich das Ganze hier drin mal anschaut, ne, da hast du nämlich Gangschaltung, da hast du Gruppe, ne, und dann hast du hier Handgas, die Zapfwelle, mal ein bisschen auf die Straße konzentrieren hier. Einfach, das war noch Arbeiten in diesem Schlepper, ne? Das war nicht so wie bei Celery King zum Beispiel, dass der ja sich ja einfach reinsetzen kann, ne? Und hier am Handy rumspielen kann und schreiben kann und machen kann, ne? Nix da. Da hat man sich noch konzentriert auf der Arbeit. Da hat man noch keinen Blödsinn in den Kopf gekriegt. So wie der junge Dachs. So. Aber gut. Das dazu. Fahren wir mal zu unserer Hühnerfarm. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Wir werden sicherlich nicht auch umhinkommen, dass wir uns das erste Hühnerfutter so kaufen, beziehungsweise wir werden mal schauen, wie wir es am besten machen, weil die Felder sollten ja jetzt eigentlich auch reif sein, die wir uns vor uns angeschaut hatten. Na? Und da werden wir dann auch gleich mal noch gucken. Jonas, vielen, vielen Dank für dein Follow und FendLP auch dir. Dankeschön für euren Follow. Sehr, sehr lieb von euch. Sehr, sehr lieb. So. Meine 35 km/h ist jetzt nicht die Welt, ne? Das steht außer Frage. Aber es reicht. Es reicht aus, ne? Hier auf der Map. So, das bedeutet, wir müssen dann. Ich will gar nicht zum Garten gucken mehr. Guckt es euch an. So, wir waren jetzt hier rum. Ich war eigentlich noch auf dem frischen Weg. Natürlich nicht. In die andere Richtung. Ach nix, kommt nix. Dann drehen wir rum. So. Und dann lübt das. Dann sollte es. Sollte es passen. Genau, dann müssen wir hier oben dann irgendwo mal links rein. Theoretisch. Irgendwo müssen wir dann links rein. Bei dem Doc, es gibt auch noch intakte Fahrzeuge. Ne? So. Ihr müsstet doch jetzt irgendwo einen Feldweg reingehen, oder? Ah, Zara, hier. Hier müssen wir rein. So. Und ab geht die Lizzie. Ab geht's zur Hühnerfarm. Ich freue mich. Natürlich auch noch eine Weide. Was ist denn das eigentlich für eine Weide? Was ist denn das für eine Weide? Eine Kuhweide! Ich werd verrückt. Ich werd ja irre. Können wir uns noch Kühe draußen hinstellen? Also man entdeckt immer wieder etwas Neues. Das ist sehr gut. Weil ich glaube, da bekommen wir noch mehr Milch. Ne? Tommy, nö, wie gesagt, um 8 oder so öffnet der Händler. Oder 9, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau. So. Dann bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir nehmen uns gleich mal den Stall hier. Na, werden wir erstmal hier kurz rumfahren. Und dann natürlich alle Utensilien erstmal am Platz haben. So. Den erstmal stehen und dann schauen wir mal, werden wir uns natürlich erstmal Hühner holen, ne? So, auswählen, wie viel nehmen wir denn? Ja, so einmal, dann sollten wir uns natürlich auch nehmen, 2 Hähne, das sollte eigentlich reichen, und dann nehmen wir Küken. Nee, 60 nicht. Da von den Küken nehmen wir. Von den Küken nehmen wir 20. So. Perfekt. Guckt es euch an. Hier haben wir sie. Die guten.
Sollten wir, sagt mal, die Enten, ne? Warte mal, sind die hier? Okay, wird gespeichert. Die Enten, haben wir die hier mit drin? Muss ich nämlich selber mal kurz gucken. So, Tierarten haben wir hier. Was haben wir? Okay, ne, die Enten sind ja nicht mit aufgeführt. Jetzt mal eine doofe Frage. Ne? Ich meine, gut, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Aber die Enten. Ente versorgen dich mit Eiern, die du an eine Verkaufsstelle verkaufen oder an eine Produktion weiterverarbeiten kannst. Hier, Frage hat sich erledigt. Dann nehmen wir uns natürlich auch. So, warte mal. Wie viel bekommen wir damit im Schlag? 60 kaufen. Und dann nehmen wir natürlich nochmal 60. So, Entenküken. Dann nehmen wir auch wieder 20. So. Guckt euch an. Die Kleeblatschetiere. So, was haben wir hier? Wollen wir denn die großen? Wollen wir denn die großen Enten? Ist das eine große? Das ist eine große. Ist doch keine große Ente, oder? Oder sind die hier drüben mit drin? Kann ja eigentlich nicht. Nee. Was? Die großen habe ich nicht. Warte, echt jetzt? Doch. Ach, Tatsache, die habe ich gar nicht. Mensch, warum denn nicht? Warte mal, wir waren doch auf Kaufen. So, uno momento. Kaufen. Ah. Okay, vergiss es. So, auswählen. Oh ja, da sind sie. Ja, eine schwarze Ente ist natürlich auch mit dabei. Das wäre dann ich, darf ich vorstellen. Axel der Ganter. So. Und in diesem Sinne, meine Lieben, heute mal ein bisschen längere Folge. Aber ihr seht, es geht los. Mit der Hühnerproduktion und mit der Entenproduktion. Ich bin sehr gespannt, wie das so vonstatten gehen wird mit den Eiern und allem drum und dran. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Guckt euch gern den Mod an mit dem Bankmanagement. Diesen hier, ne? Finde ich sehr interessant. Und ja, ich sage erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.